dieses Symposiums. An die Wand habe ich Ihnen unser Logo, unsere Farben, NÖ Kinder- und Jugendanwaltschaft, hier komme ich vor, Sie haben schon gehört, ich bin die Kinder- und Jugendanwältin. Wir beraten anonym, vertraulich, kostenlos und haben noch einen großen Rahmen, den wir abdecken. Ich habe Ihnen auch unsere Homepage an die Wand geworfen. Die meisten haben unser kleines Geschenk, das ja eine Mappe ist mit all unseren Unterlagen und Einladungen. Aber ich weiß, in die letzten Reihen ist es nicht mehr gekommen. Sie können es aber gerne bei uns bestellen, wenn Sie es möchten. Ja? Ich habe auch nochmal das Bundesverfassungsgesetz mitgebracht. Hier wieder nicht mit so vielen Teilnehmerinnen gerechnet, was mir aber sehr freut, dass Sie alle da sind. Sollten Sie es noch brauchen, bitte einfach bestellen. Ja? Nutzen Sie auch die Homepage, dort sind viele spannende Informationen drauf, oder bestellen Sie es. Ja? Gut, dann zum Thema. Wie ich mich vorbereitet habe, habe ich mir gedacht, wow, eine Herausforderung, in einem Kurzreferat in ein Kinderrecht in die Verfassung ein zu Tode geprügeltes Kind darzustellen. Möchte aber wirklich die Eckpfeiler darlegen und dann ist ja eh noch Raum auch zur Diskussion oder zur Weiterarbeit. Kinderrechte. Es ist gerade ein Begriff, ich bin seit 11 Jahren Kinder- und Jugendanwältin, ist gerade ein Begriff, der sehr viel zitiert wird, sehr hip ist, aus unserer Sicht Gott sei Dank. Und vor kurzem war ich auf einer Lesung und da hat der Autor gesagt, sogar Diktatoren, Diktatorinnen führen Menschenrechte, Kinderrechte im Mund. Jeder würde jetzt sagen, natürlich sind wir dafür, na klar, finden wir es gut. Die Umsetzung ist etwas anderes. Da haben wir gedacht, erleben wir auch so natürlich aus unserer Arbeit. Kinderrechte sind ungemein wichtig. Verankert sind sie, Sie haben ja schon einige gehört, verankert sind sie in der UN-Kinderrechtskonvention. Es sind 54 Artikel. Und am 26. Jänner 1990 sind sie in New York unterzeichnet worden. Und am 20. November 1989 sind sie von der UN-Generalversammlung als das Übereinkommen über die Rechte des Kindes angenommen worden. 20. November, vielen von Ihnen sagt es sicher etwas, ist immer der internationale Tag der Kinderrechte, abgeleitet von diesem Annehmen der Generalversammlung. Und wir machen auch sehr viele Aktivitäten rund um den Tag der Kinderrechte. Da habe ich Ihnen auch einige Einladungen mitgebracht und hingelegt. Am 2.9.1990 ist die UN-Kinderrechtskonvention dann in Kraft getreten. Wir schreiben das Jahr 2011. Das heißt, 21 Jahre gibt es die UN-Kinderrechtskonvention, also relativ kurz. Was ist jetzt neu durch diese UN-Kinderrechtskonvention? Warum ist sie wichtig? Neu ist, dass durch die UN-Kinderrechtskonvention sind die Kinder eigenständige Träger von Rechten und Pflichten. Nicht mehr Teil nur der Familie mit bei den Eltern, sondern sie sind eigenständige Träger von Rechten und Pflichten. Die Konvention hat drei Grundsätze: Partizipation, Prävention und Protektion. Wir alle, das ist eigentlich sind selbsterklärende Begriffe für uns, Vorbeugung, der Schutz. Und lassen Sie mich so ausdrücken, Partizipation würde ich gern mit aktiv Anteil nehmen lassen, der Jugendlichen übersetzen. Die goldene Regel der Konvention lautet, was du nicht willst, dass man dir tut, das füg auch keinem anderen zu. Ich habe Ihnen die Konvention im Volltext mitgebracht. Sie liegt in den Mappen drin, also alle 54 Artikel und alles in Kraft treten. Und auch eine Broschüre, wo die Kinderrechtskonvention auch für die Erwachsenen noch einmal erklärt ist. Warum? Sie sehen, wir transportieren immer, Kinder haben Rechte, weil wir auf Basis der UN-Kinderrechtskonvention arbeiten. Wenn wir jetzt bei einem Stand stehen, ja, wir haben ein großes Banner, Kinder haben Rechte, Sie sehen es auf unseren Mappen drauf, ich habe einen Button, da steht drauf, Kinder haben Rechte. Sie haben ein oranges Bundle, das wir den Kindern auch geben, da wo die Homepage drauf ist und Kinder haben Rechte. Ich habe zwar jetzt gesagt, sogar Diktatoren sagen, na selbstverständlich, Kinderrechte sind wichtig, sie sind hip, sie sind viel zitiert, aber wenn wir da so stehen, die erste Reaktion der Erwachsenen ist meist, na super, Kinder haben alle Rechte und wir alle Pflichten? Oder wie ist das? Und das habe ich jetzt nur recht harmlos gesagt. Ja.
Das heißt, es besteht nur ein großes Ressentiment. Ja? Viele Erwachsene glauben, das munitioniert die Kinder gegen sie auf. Es ist kein Aufmunitionieren. Oder fühlen sie sich aufmunitioniert, weil sie Menschenrechte haben? Nein. Menschenrechte heißt nicht, und erkläre immer wieder den Kindern, dass sie sagen kann, wow, ein wunderschöner Schal, na her damit, weil ich habe Rechte. Na, Recht auf Eigentum, schon. Sondern wenn ich das Recht auf Eigentum habe, endet mein Recht, mein Anspruch beim Recht des anderen. Das heißt, es ist eigentlich was, was unser gutes, gedeihliches Miteinanderleben regelt. Weil was ist denn das Gegenteil von Recht? Unrecht. Nichtpflicht. Nichtpflicht. Das Gegenteil von Recht ist Unrecht. Ja? Das heißt, wenn ich Recht habe, kann mir Unrecht geschehen. Wenn ich Recht habe, kann ich Unrecht begehen. Ja? Natürlich ist, wenn wir sagen, es ist nicht eine Medaille, sondern so würfelartiges, gibt es eine Seite, die heißt auch Pflicht, unbenommen. Ja? Aber das Gegenteil von Recht ist Unrecht. Ja? Und es ist ganz spannend, wir gehen sehr viel in Klassen, den Kindern ist das eigentlich völlig klar. Ja? Der erste Gedanke ist sowieso immer gleich, wenn ich sage, und was ist das Gegenteil von Recht? Pflicht. Sage ich, und habt ihr Pflicht? Oh, ganz viele, ja. Dann zählen sie alles auf, was aber nicht heißt, dass sie natürlich alle einhalten. Ja? Weil wir wissen das aus unserer eigenen Kindheit. Oh, wissen tun wir ganz viel, beziehungsweise wir wissen es auch aus unserem eigenen Erwachsensein. Wir wissen, dass wir 50 km/h da auf der Straße fahren sollen. Ich frage jetzt nicht nach, wer da schon einmal drüber gegangen ist, über diese 50 km/h. Genauso geht es natürlich auch Kindern. Wissen, ja, einhalten ist ja ein weiter Weg. Das ist ja mein Weg zum Erwachsenwerden, ja? Dass ich auch das, was ich weiß, einhalten kann und man mir dorthin hilft. Ja? Also ganz wichtig, das heißt, ich kann Träger von Rechten und Pflichten sein. Wir haben zum Beispiel ein Kindermusiktheater, wo wir den Kindern die Kinderrechte nahebringen. Und die zweite Szene ist gleich, dass der Vater in die Schule kommt, weil der kleine Bub ist nach Hause gegangen und hat gesagt, ich habe Rechte. Das heißt, ich brauche keine Hausaufgabe machen, ich brauche überhaupt nichts mehr tun, weil ich habe das Recht auf Freizeit und Spiel. Jetzt kann ich ja die ganze Zeit spielen, ja. Jetzt kommt der Vater völlig erbost in die Schule und sagt, ja, was soll denn das? Mein Bub kommt da nach Hause und packt die Kinderrechte auf, Recht auf Freizeit, Recht auf Spiel, und er sagt, er macht, was er will. Ja? Und jetzt wird es aufgedröselt, dem Vater auf der einen Seite zu erklären, wie wichtig Kinderrechte sind, dass sie aber nicht bedeuten, dass man alles machen kann, und genau das Gleiche auch dem Kind. Ja? Also ganz wichtig, Recht, Gegenteil Unrecht, gibt natürlich aber auch die Pflicht. Was ist jetzt auf der Fachebene noch wichtig? Die Kinderrechtskonvention greift nicht in Elternrechte ein, sondern im Gegenteil, sie unterstützt sie. Wenn, und ich glaube, das ist Ihnen allen ganz klar, im Rahmen eines liebevollen Miteinanders, natürlich nicht, wenn ein Recht des Kindes missachtet wird, weil dazu ist es ja da, dass dann das Kind sagen kann, na stopp, ich habe ein Recht auf Schutz vor Gewalt. Die UN-Kinderrechtskonvention sagt sogar in ihren Zielen, dass es eine familiäre und gesellschaftliche Atmosphäre will sie schaffen, in der der Dialog und die liebevolle gegenseitige Achtung vorherrschen, eben im Sinne des Grundsatzes, was du nicht willst, dass man dir tut, das füge auch keinem anderen zu. UNICEF hat abgefragt, welche Kinderrechte den Kindern am wichtigsten sind. Und zwar haben die Kinder dann gesagt, Recht auf Schutz vor Gewalt, Recht auf Privates, Recht auf Freizeit und Spiel, Recht auf Schutz vor Ausbeutung, Recht auf Gleichheit, gleiche Chance und Recht auf Gesundheit. Also diese 6 Kinderrechte waren den Kindern am wichtigsten. Ja? Und es ist sehr herzig, einmal hat mir ein Kind gefragt, und Recht auf Gesundheit heißt das, dass ich nicht mehr krank werden darf? Recht auf Gesundheit heißt natürlich, dass ich gesundheitlich versorgt werde. Ja? Wir haben aufgrund dieser 6 Kinderrechte mit UNICEF dann gemeinsam ein Kinderrechtekoffer in alle Volksschulen geschickt und auch ein Kindermusiktheater, das ich schon angesprochen habe, erarbeitet mit der Gruppe Traumfänger Christoph Rabel. Seit 8 Jahren tourt das jetzt durch Niederösterreich und auch durch ganz Österreich, und die Leute sind immer sehr begeistert. Habe ich Ihnen auch Unterlagen mitgebracht, falls Sie es für Ihre Arbeit brauchen. Gut, Kinderrechte, 54 Artikel in der UN-Kinderrechtskonvention verankert. Super, wir wissen, seit über 21 Jahren gelten sie. Dann heißt aber der Titel der Veranstaltung ja Kinderrechte in die Verfassung, ein zu Tode geprügeltes Kind. Was hat es jetzt damit auf sich? Und das ist ja ein sehr heftiger Titel eigentlich. Auf der einen Seite habe ich mir gedacht, wie ich den Titel gelesen habe, wir arbeiten schon sehr lange, dass die Kinderrechte in die Verfassung kommen, ja? Und fühlen uns da manchmal wie ein zu Tode geprügeltes Kind, weil es gibt sie ja mittlerweile, aber dazu komme ich ja noch. Ja? Und auch bei der Arbeit braucht man eine sehr hohe Frustrationstoleranz. Ja?
Denn den Kindern geht es nicht gut, sei es in Trennung- und Scheidungskonflikten, sei es, was auch Armut betrifft. Ja? Aber dazu komme ich dann eher noch. Wie schaut es jetzt konkret aus? Österreich hat die Konvention, wie alle Staaten dieser Welt, ratifiziert. Österreich hat es ratifiziert und sie ist in Kraft getreten am 5.9.1992. Österreich hat allerdings Vorbehalte angebracht, das heißt, sie gilt nicht vorbehaltlos, das nur einmal am Rande. Und ein Ausfluss dieser Ratifikation ist, dass es Kinder- und Jugendanwaltschaften gibt. Ja? Es gibt in jedem Bundesland in Österreich eine Kinder- und Jugendanwaltschaft, die auf Basis der UN-Kinderrechtskonvention sich für die Kinderrechte einsetzen soll. Ja? Niederösterreich, wir sind eine der Kinder- und Jugendanwaltschaften, wo das sogar so im Gesetz verankert ist. Ja? Aber auch das haben nicht alle. Also die UN-Kinderrechtskonvention wird manchmal noch wie eine sehr heiße Kartoffel gehandelt, auch wenn sie unterschrieben wurde. Uns gibt es seit 19 Jahren, nächstes Jahr feiern wir 20 Jahre. Und eine unserer Tätigkeiten ist der UNO zu berichten, wie die Kinderrechte in Österreich umgesetzt werden. Der Staat Österreich soll berichten, der UNO, wie die Kinderrechte umgesetzt werden. Alle NGOs werden eingeladen, wie werden die Kinderrechte umgesetzt. Und zusätzlich noch einmal die Kinder- und Jugendanwaltschaften. Das heißt, es gibt dann drei Berichte an die UNO, wie die Kinderrechte umgesetzt werden. Wir haben gerade einen geschrieben, der sehr lang ist und sehr, sehr viele Lücken aufzeigt. Kinderrechte in die Verfassung. Sie gelten. Sie sind doch in der Verfassung, oder? Voriges Jahr, großes Geistern durch den Blätterwald, die Kinderrechte in der Verfassung. Ich habe Ihnen erzählt, es gibt 54 Artikel. 7 Artikel hat Kinderrechte in die Verfassung. Wir haben seit 20.01.2011 die Kinderrechte in der österreichischen Verfassung mit 7 Artikeln. Können Sie sich vorstellen, dass wir glücklich sind? Mit 7 Artikeln? Da brauche ich jetzt gar nichts äußerst, ja genau, mit einem Vorbehalt, so ist es, 6, genau, und ein Vorbehalt. Da brauche ich jetzt nicht groß darüber, über den Inhalt reden, dass wir natürlich in keinster Weise glücklich sind. Wir hätten uns gewünscht, einen vorbehaltlosen Übernahme der Kinderrechte in die Verfassung. Warum? Es gibt den Stufenbau der Rechtsordnung. Ja? Das heißt, alle Gesetze müssen der Verfassung und den Gesetzen, die in der Verfassung stehen, entsprechen. Hätten wir die Kinderrechte in der Verfassung, könnten wir jedes Gesetz, jede Handlung auf Kinderrechtskonformität überprüfen. Nämlich nicht nur aufzeigen und auf Goodwill und dass irgendein ein Zeitungsartikel darüber schreibt, sondern jedes Gericht wäre verpflichtet, das auch zu prüfen. Deswegen würden wir uns das wünschen. Und Kinder hätten wirklich gesetzlich gesicherte Ansprüche. Okay, ist nicht gelungen. Wenn man es sehr positiv sieht, kann man ja sagen, vor vielleicht 15 Jahren wäre es nicht einmal möglich gewesen, darüber zu diskutieren, 7 Artikel, 6 Artikel mit einem Vorbehalt in die Verfassung aufzunehmen. Ja? Okay, sehen wir es positiv, es ist wenigstens gelungen, ein Signal zu setzen und diese 7 Artikel festzuschreiben. Nur wir sehen das auch deswegen mit Argusaugen, weil man auch sagen kann, jetzt sind es eh schon drinnen. Wenigstens 7. Und jetzt diskutieren wir wieder jahrelang nicht drüber, ob es Sinn macht. Ja? Also ist irgendwie auch der Hahn damit abgedreht. Ich habe Ihnen die 7 Artikel mitgebracht, wenn es interessiert. Wir werden sie durchgeben und wer mag, kann sie gerne nehmen. Sollte sie nicht mehr zu Ihnen kommen, bitte sie einfach bei uns melden und ich schicke sie Ihnen dann zu. Ja? Wie schaut es jetzt aber aus? Okay, wir haben sie in der Verfassung mit den 7 Artikeln und jetzt kann ich kein Gesetz auf Kinderrechtskonformität überprüfen. Wirklich tot? Oder gibt es doch schon etwas? Ja? Es gab schon bisher im BVG, Bundesverfassungsgesetz, Kinderrechte, die verankert waren. Ja, so zum Beispiel im Artikel 7 Absatz 1 BVG, alle Staatsbürger sind vor dem Gesetz gleich, Vorrechte der Geburt, des Geschlechts, des Standes, der Klasse und des Bekenntnisses sind ausgeschlossen. Niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden. Die Republik bekennt sich dazu, die Gleichbehandlung von behinderten und nicht behinderten Menschen in allen Bereichen des täglichen Lebens zu gewährleisten. Also auch Kindern. Dann haben wir im Artikel 14 haben wir Kinder und Jugendlichen ist die bestmögliche geistige, seelische und so weiter Entwicklung zu gewährleisten. Ja? Das heißt, wir hatten und wir haben ja immer auch etwas, worauf wir pochen können. In der neuen Europäischen Menschenrechtskonvention sind Kinderrechte festgeschrieben.
Und die Judikatur der Gerichtshöfe fängt sogar an, leicht die Kinderrechte zu berücksichtigen. Ja? Im positiven, aber auch, wie wir finden, im negativen Sinn. Zum Beispiel bei Obsorge-Besuchsrechtsstreitigkeiten. Ja? Wir Kinder- und Jugendanwälte sitzen auch am Telefon und beraten. 70% unserer Arbeit macht in etwa Beratung aus. Wir haben im Vorjahr 1400 Fälle gehabt in Niederösterreich und 70% davon Trennung, Scheidung. 70% Trennung, Scheidung, wo Kinderrechte massiv missachtet werden. Besuchsrecht ist ein Recht des Kindes. Besuchsrecht ist ein Recht des Kindes, weder des Vaters noch der Mutter. Besuchsrecht ist ein Recht des Kindes. Da gibt es eine Entscheidung vom OGH, die ich rausgesucht habe, wo er das auch betont. Besuchsrecht ist ein Recht des Kindes, ja, wo wir total froh waren. Eine Sache, zum Beispiel Inkognito-Adoption. Es ist ein Recht des Kindes, seine Wurzeln zu kennen, zu wissen, woher es kommt. Das hat der OGH leider nicht berücksichtigt. Er hat zugunsten der Inkognito-Adoption entschieden. Jetzt läuft gerade, wenn Sie Zeitungen lesen, ja der Prozess des 7-jährigen Jungen, der misshandelt wurde, ja, und wo man damit argumentiert, naja, er hat ihn gereizt. Ja. Es gibt ein absolutes Gewaltverbot, § 146a AWGB. Das heißt, in der Erziehung ist jede Form von Gewalt verboten, sei es körperliche noch seelische Gewalt. Ja. Und das ist wirklich ein Hohn, so zu argumentieren. Wir hoffen auf eine Gerichtsentscheidung. Schauen wir, wie das wird. Es gibt keine gesunde Watsche. Und Gewalt und Watsche darf niemals, niemals ein Erziehungsmittel sein. Oder im niederösterreichischen Jugendgesetz ist Partizipation festgeschrieben, § 2 in Jugendgesetz. Partizipation, was bedeutet das in Niederösterreich? Es bedeutet, dass Jugendliche im Rahmen der Dinge, die sie betreffen, beteiligt werden sollen. Ja? Zum Beispiel Kinderspielplätze werden nur gefördert vom Land, wenn die Spielgeräte, die die Kinder entwerfen, da wird ihnen aber vorher der Rahmen gesagt und der Rahmen gegeben, welchen Ölnamen muss entsprechen und so weiter. Nur wenn diese Geräte, die sie zeichnen, auch verwirklicht werden, nur dann wird er gefördert. Wir fordern das aber genauso für alle Jugendtreffs und für alle Sachen, die Jugendliche betreffen. Kinder haben ein Recht, dass sie alle gleich aufwachsen können, dass sie alle Fördermöglichkeiten in Anspruch nehmen. Ja? Armut ist ein großes Thema, auch in Niederösterreich. Wir haben vor etlichen Jahren eine Ausstellung gehabt aus Containern, wo man reingehen konnte und einfach erfahren, zum Beispiel, der Vater wird arbeitslos, gleitet dann ab in den Alkohol, die Mutter bekommt eine Krankheit. Kinder können für all die Dinge nichts dafür. Doch Armut trifft immer die Kinder am meisten. Ganz ein wichtiges Recht, und da bin ich jetzt dann schon in der Überleitung zu meiner Kollegin, die ja da noch viel mehr und viel berufener sagen kann. Es ist ganz, ganz wichtig, dass Kinder Rechte haben. Wir arbeiten auf Basis der Kinderrechte für die Kinderrechte. Unsere Homepage, unsere Telefonnummer. Ich freue mich, wenn Sie sich melden, wenn Sie aus der Homepage spannende Informationen ableiten können. Es war wirklich ein Kurzreferat, ein Input, aber ich hoffe, ich habe Ihnen einen Überblick geben können. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, gut. Schönen guten Nachmittag. Michaela Moser, ich bin von der Armutskonferenz. Wir sind ein Netzwerk von über 30 sozialen Organisationen, die sich eben mit Armut und Ausgrenzung und mit der Bekämpfung derselben beschäftigen. Kinderarmut ist seit vielen Jahren auch ein Thema, mit dem wir und unsere Mitgliedsorganisationen sich beschäftigen. Ich möchte gerne ein bisschen was in den nächsten Minuten sagen zu Kinderarmut, wie sie ausschaut, auch was man dagegen tun kann. Das hat natürlich auch mit Rechten zu tun, vor allem mit sozialen und wirtschaftlichen Rechten, die ja oft ein bisschen im Hintergrund stehen, wenn wir über Menschenrechte, Kinderrechte reden. Und ich möchte aber gern einsteigen mit einem kurzen Film, der
glaube ich, eben einen sehr guten Einblick gibt auch darauf, wie Kinder selbst mit Armut umgehen und diese erleben. Und ein Teil der Kinderrechte ist ja auch sehr stark, denke ich mir, oder im Hintergrund steht eben, die Welt und die verschiedenen Aspekte des Lebens aus der Perspektive von Kindern zu sehen und diese Perspektive ernst zu nehmen. Dieser Film von einer Kunsthochschulabsolventin in Deutschland, da steht eh da. Was war denn euer schönster Tag in der letzten Woche? Max? Wir haben einen schönen Ausflug gemacht mit der ganzen Familie. Wir sind mit einem Auto gefahren, mit einem echten Mercedes. Dann haben wir Onkel Peter besucht. Der ist König oder sowas. Er lebt in einem großen Haus, einer echten Burg. Onkel Peter hat sehr viele Freunde, die ihn immer besuchen kommen, aber auch sehr viele Feinde. Idioten! Manche wollen ihn sogar auf den Mond schießen. Dann hatten wir alle einen Mordshunger und sind endlich essen gegangen. Es gab so viel zu essen, dass Mama noch 2 Tüten mit nach Hause nehmen konnte. Und am Abend sind wir ans Wasser gefahren und haben die ganze Zeit den Wellen und den Schiffen zugeguckt. Du lügst! So einen schönen Tag kann man gar nicht haben. Ja, Armut kennt viele Geschichten. Es ist eine sehr gute Darstellung, finde ich, eben darüber, wie Kinder einerseits Armut erleben, aber auch versuchen, damit umzugehen. Es gibt eine deutsche Kinder- und Jugendtherapeutin, Anja Richter, die hat eine Studie gemacht zu Kinderarmut und hat identifiziert eben verschiedene Strategien, wie Kinder mit Armut umgehen, die sie selbst erleben. Und eine Strategie ist eben diese Strategie der Umdeutung, die wir da sehr stark gesehen haben. Also dass Kinder versuchen, mit ihrer Armutssituation so zu umzugehen, dass sie sie umdeuten. Es gibt ähnlich gut, finde ich, wie dieser Film auch ein tolles Kinderbuch, das heißt Alles total geheim. Da geht es um 2 Buben, wo einer eben ganz offensichtlich in Armut aufwächst. Also der Vater ist arbeitslos, man sieht ihn immer mit so einem braunen Papiersackerl sein Bier oder was nach Hause tragen, aber das Kind eben sagt, der Vater ist Geheimagent und deshalb darf ihn auch niemand besuchen und so weiter. Also es wird eine Situation umgedeutet. Der Bursch sagt auch, er hat immer seine Turnschuhe an und keine Winterschuhe, weil das ist nur Babykram, so Winterschuhe, das braucht man gar nicht. Also wie Kinder eben versuchen dann auch mit einer Armutssituation umzugehen. Ist natürlich nur eine Strategie. Viele Kinder auch fühlen sich schuldig, sehr, sehr oft, dass Kinder eben, wenn irgendeine Situation schwierig ist, sehr schnell auch die Schuld bei sich selber suchen, versuchen das irgendwie mit sich auszumachen. Oder eben natürlich gibt es auch noch die Strategie, sich Unterstützung zu suchen. Wenn diese Unterstützung im außerfamiliären Umfeld passieren soll, dann braucht es ein gewisses Bewusstsein dazu. Und das Bewusstsein, dass es Kinder und Jugendarmut gibt, ist trotzdem, dass so ein wichtiges Thema geworden ist, noch nicht sehr verbreitet. Also vor allem nicht sehr verbreitet an den Orten, wo es sehr wichtig wäre. Also in den Schulen, auch in der außerschulischen Jugendarbeit. Wir sagen immer, oder ein sozusagen, wir arbeiten in der Armutskonferenz immer viel auch mit Slogan zu Überschriften, arme Kinder fallen nicht vom Himmel. Es ist sehr wichtig und ich denke, das ist ja auch bei den Kinderrechten sehr wichtig, dass wir sie nicht isoliert sehen, sondern im Kontext eben der allgemeinen, der universalen Menschenrechte, dass es einfach nochmal wichtig ist zu betonen, eben Kinder sind auch vollwertige Menschen mit allen Rechten, eben die dazugehören, die natürlich noch einmal speziell gefördert gehören. Kinder, die in Armut aufwachsen, wachsen nicht isoliert in Armut auf, sondern sie wachsen in armutsbetroffenen Haushalten aus. In der EU ist es so, dass jedes 5. Kind in einem Haushalt aufwächst, das von Einkommensarmut betroffen ist, also von relativer Armut, 60% vom mittleren Einkommen eines Landes. In Österreich sind es knapp 300.000 Kinder, 90.000 davon leben in sogenannter manifester Armut. Das heißt, laut Studien, laut offiziellen Zahlen, die wir haben, leben diese Kinder eben in Haushalten,
wo es wirkliche Entbehrungen gibt, die sich zum Teil nicht leisten können, im Winter die Heizung aufzudrehen, wo bestimmte gesundheitliche Behandlungen eben nicht möglich sind, wo ein Überbelag in der Wohnung ist, also die Wohnung sehr eng, die kein eigenes Zimmer haben, keinen eigenen Platz zum Lernen, zum Aufgaben machen und so weiter, wo die Wohnungen vielleicht schimmelig sind, wieder gesundheitsschädigend. Also sehr viele Verletzungen auch von Kinderrechten, die sich aus dieser sozial-wirtschaftlichen schlechten Situation ergeben. Armut jetzt über diese statistischen Zahlen hinaus, wie wir sie definieren, ist ein Mangel an Möglichkeiten und Fähigkeiten. Diese Möglichkeiten und Fähigkeiten, glaube ich, sind sehr wichtig. Das sind auch Werte, die vor oder hinter, je nachdem, wie man es betrachtet, auch den Rechten stehen. Und ich glaube, dass es, wenn es darum geht, Kinderrechte zu verankern, nicht nur in der Verfassung, sondern vor allem auch im Bewusstsein, weil das ist ja immer so eine Krux, glaube ich, das zusammenzubekommen, ist sehr wichtig, ist eben dieses Bewusstsein dafür zu schaffen. Dass es eben Fähigkeiten und Möglichkeiten braucht für jeden Menschen und ganz speziell für Kinder, um sich eben gut entwickeln zu können, um ihr ganzes Potenzial dann auch in die Gemeinschaft einbringen zu können. Und da sind einige Aspekte sehr wichtig und das sind eigentlich Aspekte der ganz generellen Armutsbekämpfung, weil man muss natürlich die Armut der Eltern bekämpfen. Also man muss das Ganze sehen, das ganze System. Das heißt, man muss zum einen mal die Familien sehen. Das heißt immer Einkommenssicherung plus gute soziale Infrastruktur. Das ist der erste ganz wichtige Punkt, um Kinder, Familienarmut, um Armut überhaupt zu bekämpfen. Das heißt, existenzsichernde Einkommen sowohl als Erwerbsarbeit, aber eben auch aus Sozialleistungen, dort wo eben keine Erwerbsarbeit möglich ist, weil entweder es keine oder nicht die für die Ausbildung oder eben nicht vorhandene Ausbildung in richtigen Jobs gibt, beziehungsweise eben, weil eben ein Teil der Familie nicht vollständig oder gar nicht erwerbsarbeiten gehen kann, nicht zuletzt aus Grund der Sorge um die Kinder. Das Sorgen um die Kinder, der hohe Preis des Sorgens nennen wir das oft, ist ein gewichtiger Grund auch, warum auch Familien, und da sind dann vor allem Alleinerziehende wieder betroffen, sehr stark in Armut eben stürzen, weil durch die eingeschränkte Möglichkeit, sich am Erwerbsarbeitsmarkt zu beteiligen, und das ist klarerweise so, wenn man sich um Kinder kümmern muss, man kann nicht alles gleichzeitig tun, ist diese Möglichkeit eingeschränkt, zumal eben, wie wir wissen, in Österreich die Kinderbetreuungsmöglichkeiten auch nicht optimal ausgebaut sind, dann zahlt man oft einen hohen Preis dafür, eben einen hohen Preis, was Einkommenssicherheit betrifft. Das heißt, ein zweiter wichtiger Punkt ist eben diese soziale Infrastruktur, sowas wie Kindergärten, gute Kinderbetreuung, nämlich qualitätvolle, von der die Kinder auch profitieren, von klein an. Dann kommt das ganze Bildungssystem dazu, Gesundheitsversorgung, also all diese Dinge. Das ist, hat noch einen zusätzlichen Wert, um eben Kinder Erlebnisse auch zu bescheren, sage ich mal. Wir haben ja in diesem Film gesehen, eben wie dieser Bub einfach von einem tollen Tag erzählt. Und das hat natürlich mit materiellen Dingen zu tun, aber hat auch mit immateriellen, also dass man was Schönes miteinander erlebt, zu tun. Es gibt eine sehr interessante Studie, ich glaube, die ist noch nicht veröffentlicht, von der Ingrid Kromer, die hat zu Kinderarmut geforscht in den letzten Jahren und hat mit Kindern, was, glaube ich, bisher in Österreich noch nicht passiert ist, eben mit Kindern geforscht. Und die Kinder selbst, das ist sehr interessant, haben dann so eine Differenzierung gemacht in dieser Studie zwischen arm und arm dran sein. Also einerseits die materielle Armut, die Kinder eben auch erleben, dass sie sich was nicht leisten können, dass sie bei Schulausflügen nicht mitfahren können und so weiter. Aber andererseits auch dieses arm dran sein, was nicht nur mit materiellen Elementen zu tun hat, sondern Kinder finden dann auch, dass Kinder arm dran sind, um die sich niemand kümmert und wo vielleicht die materielle Situation nicht so dramatisch schlecht ist, aber wo eben soziale Aspekte schwierig sind. Oft ist es aber so, dass das natürlich dann Hand in Hand geht und dass eben ein großes Problem von Familien, die von Armut betroffen sind, das ist, dass zugleich eben eine soziale Isolation einhergeht, die sehr stark auch damit zu tun hat, mit dieser Scham, die damit verbunden ist, armutsbetroffen zu sein, was ja wieder sehr gut sich äußert oder man sehr gut sehen kann, dass es hinter diesen Anstatthandlungen, hinter diesen Umdeutungen steht. Kinder wie Erwachsene auch wollen und können nicht zugeben, dass sie in Armut aufwachsen. Es wird als Schande gesehen, wird da oft mit Schuld auch von außen beladen. Und man hat gesehen, das ist auch eine sehr interessante Studie aus Deutschland,
Da wurden verglichen armutsbetroffene Familien in West- und in Ostdeutschland. Und man hat gesehen, dass in Ostdeutschland die Kinder in den armutsbetroffenen Familien viel mehr Widerstandskraft, also dass die Resilienz dort viel stärker war. Und zwar deshalb, weil sich dort die Familien weniger individuell schuldig gefühlt haben. Es war klar, Ostdeutschland, strukturschwache Regionen, da leiden immer noch unter dieser Transformation. Wir sind jetzt selber schuld. Wir leben in einer Umgebung, wo es schwierig ist, Arbeit zu finden, wo man leichter armutsgefährdet ist. Während tendenziell die Familien in Westdeutschland, auch natürlich nach dem, was sie von den Medien und von außen suggeriert bekommen, die Schuld bei sich selber suchen. Was dazu führt, sehr interessant, und das hat sich in diesen Studien auch gezeigt, dass in den einen Familien weniger darüber gesprochen wird. Also es wird die Armut tabuisiert, also nicht nur die Kinder selber machen es dann, eben wie in dem Fall des Filmes, sondern es wird schon in den Familien, es wird nicht angesprochen, und das macht es für die Kinder natürlich, wie mit jedem Problem, viel schwieriger, damit umzugehen. Umso wichtiger sind, denke ich mir, neben den Sozialleistungen und neben dem, was es an Familienleistungen auch gibt und an Unterstützung für die familiären Strukturen, ist eben das Bildungs- und das außerschulische System auch in der Armutsbekämpfung. Wir haben in Österreich, da können wir jetzt nicht im Detail drauf eingehen, aber um das kurz zu sagen, ein Bildungssystem, das eben noch immer sehr stark segregiert, also wo soziale Herkunft für schlechtere Chancen sorgt, egal wie intelligent die Kinder sind. Es gibt viele Studien, also dann unabhängige Tests, wo man sieht, Kinder, die gleich gescheit sind sozusagen, wie also Kinder aus armutsbetroffenen Familien, die gleich gescheit sind und bei diesen außerschulischen Tests gleich gut abschneiden als Kinder von Familien von höheren Einkommensschichten, haben durchwegs schlechtere Noten, obwohl es keinen objektiven Grund dafür gibt, aber eben die soziale Herkunft schlägt sich sehr stark durch. Wir kennen auch die ganzen Debatten um Schulsystem und so weiter, können wir jetzt in der Kürze nicht näher drauf eingehen. Aber ich glaube, es gibt noch ganz einen wichtigen Punkt, wenn es darum geht, diese umfassenden Fähigkeiten von Kindern zu stärken. Und ich glaube, das geht eben weit über die Schule hinaus. Also ich sage immer, ich erlebe das selbst sehr stark in meinem Freundeskreis, was den Kindern heutzutage eben geboten wird von Eltern, die ein gutes Einkommen haben und die auch selber gute Bildung haben, die mit den Kindern Reisen machen irgendwie. Das kann ein Kind, auch wenn die Schule jetzt allein leistet das nicht. Diese Weltgewandtheit, die sich Kinder da auch erwirken, indem sie über ihre Eltern Leute treffen, die vielleicht woanders leben und so weiter. Also da werden soziale Kompetenzen erworben, wo eigentlich Kinder aus einkommensschwächeren Schichten fast keine Chance haben, da nachzukommen. Und wo zum Teil, denke ich, eben auch in der außerschulischen Kinder- und Jugendarbeit vieles getan werden könnte und viel mehr, um eben Kinder verschiedene Arten des Erlebens auch möglich zu machen, eben auch Kinder aus armutsbetroffenen Familien. Ganz zum Schluss vielleicht noch, es ist eben insgesamt, und das glaube ich ist sehr wichtig und das zeigt eben auch diese ganzen Studien, wo es um die Resilienz und die Widerstandskraft der Kinder geht, wie gehen sie überhaupt um mit einer Armutssituation, welche Möglichkeiten haben sie auch, sich selbst da dann sozusagen trotz dieser widrigen Situation gut zu entwickeln, dass es eben sehr viele strukturelle Faktoren dazu braucht, dass es wichtig ist, dass sich die Menschen nicht individuell so stark dafür verantwortlich fühlen, die Eltern auch nicht noch mit Schuld beladen werden zu der sowieso schon schwierigen Situation und dass eben gesehen wird, wie es offensichtlich bei diesen Familien in Ostdeutschland stärker der Fall ist, dass strukturelle Probleme dahinter stehen, nämlich eine sehr krasse Ungleichverteilung von Einkommen und noch viel mehr von Vermögen. Und diese Ungleichverteilung an sich wiederum schwächt Kinderrechte eigentlich, und zwar durch die ganze Gesellschaft durch. Das ist vielleicht zum Schluss noch ein interessanter Aspekt, den ich auch noch anschneiden kann, dass man eben weiß aus vielen internationalen Studien, dass in Gesellschaften, wo die Kluft zwischen Arm und Reich sehr größer ist, geht es Kindern insgesamt schlechter. Also nicht nur den armutsbetroffenen Kindern, sondern allen Kindern überhaupt, allen Menschen quer durch die Gesellschaftsschichten. Das heißt, es gibt eben weniger soziale Mobilität, die Kinder haben weniger Chancen, dass aus ihnen was wird, dass sie was aus sich machen. Es gibt viel mehr Teenager-Schwangerschaften, es gibt viel mehr gesundheitliche Probleme, auch bei Kindern und Jugendlichen, je stärker eben, und da gibt es auch von UNICEF viele Studien dazu, es gibt viel mehr Gewalt
und eben wieder nur nicht nur in den armutsbetroffenen Schichten, sondern auf die ganze Gesellschaft betreffend, wirkt sich eben diese soziale und ökonomische Ungleichheit sehr negativ aus. Und deshalb ist es wichtig, bei all diesen Problemen, die wir haben und bei der großen Bedeutung, die es hat, diese spezifische Frage der Kinderrechte weiter zu verfolgen, eben auch insgesamt soziale und ökonomische Fragen anzuschauen und für eine gerechtere Verteilung sich einzusetzen. Das ist dann letztlich auch im Interesse der Kinder und der Kinderrechte, auch wenn man dafür sehr weit ausholen muss. Okay, ich bin sprachlos. Insofern, ich habe Folgendes vor. Ich habe vor, Ihnen ein Stück Family Group Conference vorzustellen. Und so wie es da ist, steht es als Ressourcenerweiterung in der Familienbetreuung. Nimmt ein bisschen Bezug auch auf den Titel der Veranstaltung. Gleichzeitig, nach den flammenden Worten von Michaela Moser, bin ich selbst immer, wenn ich es Ihnen jetzt vorstelle, bin ich selbst immer auch im Zweifel dessen, was das Verfahren leisten kann und wo es gegen strukturelle Ungleichheit a. nicht ankämpfen kann und b. es nicht seine Aufgabe ist. Ich möchte dennoch die Gelegenheit nützen, es Ihnen ein Stück weit vorzustellen. Und Sie können sich selbst dann ein Bild machen, wie sehr passt es zu den Kinderrechten, davon bin ich recht überzeugt, und wie sehr kann es auch vielleicht Armut entgegenwirken oder zumindest in Richtung einer größeren Gleichheit wirken. Family Group Conference hat eine Geschichte, die in Neuseeland begonnen hat. Darum ist da oben auch das Maori-Zitat von Was ist das Wichtigste auf der Welt? Menschen, Menschen, Menschen. Und zwar hat man in Neuseeland festgestellt, dass strukturelle Gewalt insofern vorherrscht, als sehr viel mehr Kinder der Maori-Bevölkerung in Fremdunterbringung sind, als Kinder der weißen neuseeländischen Bevölkerung in Fremdunterbringung sind. Und da hat man gesagt, nicht die Maori-Bevölkerung kann viel schlechter auf ihre Kinder achten, sondern da kann was nicht stimmen. Und ist draufgekommen, dass die Hilfeplanung, also die Government-Hilfeplanung komplett an den Strukturen der Bevölkerung vorbeigeht und hat begonnen, die Bevölkerung zu fragen, was macht ihr, wenn ihr Probleme habt? Und die haben gesagt, wir setzen uns zusammen, halten einen großen Familienrat ab und kommen so auf Lösungen dieses Problem betreffend. Das heißt, was gefunden wurde, sind nachhaltige Lösungsvereinbarungen in der Lebenswelt der Personen. Und Kinderrechte und Partizipation sind da ganz klar drinnen. Es wird auch in der Literatur, sobald man dazu recherchiert, viel mehr auf Kinderrechte und Menschenrechte Bezug genommen, als das in Österreich gemeinhin der Fall ist. Auch in der sozialen Arbeit wird nicht so viel mit Kinderrechten und Menschenrechten argumentiert. Das Verfahren ist einerseits in Neuseeland gesetzlich verankert worden und hat andererseits seine Verbreitung gefunden, zuerst über die USA, über Großbritannien, die Niederlande, skandinavischen Raum, ganz Europa, nach Russland und die Claudia Aufreiter, meine liebe Kollegin aus Niederösterreich, weiß, dass es auch in Niederösterreich im Pilotversuch gelandet ist. Da gebührt ihr einen Applaus, dass es jetzt auch in Niederösterreich da ist. Die Begrifflichkeiten habe ich Ihnen deshalb aufgeschrieben, weil wenn Sie damit zu tun haben, hören Sie unterschiedliche Begriffe und ich finde auch, Sie machen was, die Begriffe. Der Ursprungsname war Family Group Conference. Mir gefällt auch ganz gut der amerikanische Name von Family Decision Making Process, weil beides abgebildet ist, die Family und auch, dass es ein Prozess ist, dass das eine Zeit lang dauert. Eigenkracht ist der niederländische Name, heißt übersetzt eigene Kraft. Sagt natürlich auch was aus. Und im
der deutschen Sprache hat man sich auf vielen Netzwerktreffen abgemüht, einen passenden Namen zu finden. Wenn Sie alte Literatur lesen, lesen Sie Verwandtschaftsrat. Seit 2008 bei der Berliner Konferenz, ist Familienrat hat sich jetzt durchgesetzt, den Namen haben wir übernommen. Und während wir hier sitzen, tagen die Kolleginnen und Kollegen in Husum in Norddeutschland bei ihrem 5. deutschen Netzwerktreffen. Wir werden keinen neuen Namen kriegen. Was wir kriegen werden, sind verbindliche Standards, um einen Familienrat abzuhalten. Familiengruppenkonferenz geistert auch herum, ist der wörtliche Übersetzung und bringt Probleme mit diesen Familienkonferenz nach Rogers. Da gibt es so ein bisschen terminische Schwierigkeiten. Jetzt kommen wir vielleicht ein bisschen auf dieses zu Tode geprügelte Kind oder diese Geschichten, die dann medial geistern bzw. den Jugendämtern auch zu schaffen machen, weil so die Idee ist, naja, wann kann man jetzt so einen Familienrat abhalten? Sind das besonders schwierige, besonders leichte Fälle? Wir werden im Laufe der Information drauf kommen, das tut nichts zur Sache sozusagen. Es gibt andere Parameter, wann es angebracht ist, einen Familienrat zu machen. Die Beispiele habe ich aufgeschrieben, weil es sozusagen jedem von Ihnen, die in der Praxis stehen, solche Familien schon untergekommen sind. Das heißt, es sind Familien, die entweder schwer erreichbar waren oder sich gering beteiligt haben, also genau das Gegenteil, wo man annehmen würde, na, die entziehen sich ja, da können wir keinen Familienrat machen, doch, die sind hinter dem Ofen hervorzulocken. Konflikte in der Zusammenarbeit zwischen der Behörde und der Familie, wo eh schon ein Wickel besteht. Familien, wo man denkt, keine Unterstützung im Umfeld. Erlernte Hilflosigkeit meint dieses so von Generation zu Generation einerseits und andererseits so, wo so sehr verankert ist, ich gehe zum Amt und will was und erwarte mir Hilfe und Sozialarbeiterin krempelt entweder die Ärmel hoch und versucht zu helfen oder hat auch schon die Nase voll. Familien, wo das Kindeswohl gefährdet ist, also wo unter Umständen eine Maßnahme überlegt wird. Familien, die sich in einer Krisensituation befinden, Trennung, Krankheit, Tod, Schulabstinenz, Delinquenz, Jugendkriminalität. Familien, wo schon viel probiert wurde oder überlastete Fachkräfte. Das ist interessant. Wir haben jetzt dieses Pilotprojekt in Niederösterreich mit 9 Fällen in der BH St. Pölten und BH Amstetten. Und die Masterstudiengang begleitet das und evaluiert das ein Stück. Und die ersten Interviews ergeben schon, ich bin einfach auch entlastet. Wenn ich komme zu Informationen, zu denen ich nicht käme, wenn ich allein mit der Familie arbeite, und das entlastet mich. Obwohl es am Anfang vielleicht mehr Arbeit ist. Das sind ein paar so Konkrete, die Fachhochschule Potsdam gesammelt hat, also beispielsweise ein Sorgerechtsstreit zwischen Verwandten um einen 12-jährigen Jungen nach dem tödlichen Unfall der Eltern. Also nicht nur sind die Eltern gestorben, sondern streiten sich die Verwandten auch noch um Sorgerecht. Drogenabhängige Eltern mit einer einjährigen Tochter, das Jugendamt muss das Wohl des Kindes sichern. Sorgen wegen wiederholter Psychiatrieaufenthalte und Schuldenschwänzen eines 17-Jährigen. Sorgerechtsentzug. Verwandtschaftsrat nach Flucht vor einer Zwangsheirat, das war ganz interessant, das Beispiel auch, das vorgestellt wurde, wo eine Jugendliche geflohen ist und erst so die Idee war, na, da wird eh das Patriarchat entscheiden und Familienrat, ob das angebracht ist, siehe da, der Familienrat ist umgesetzt worden und sie musste nicht mehr flüchten, es konnte von der Heirat, also die gesamte Familie hat auf den Patriarchen sozusagen so eingewirkt, dass von der Heirat Abstand genommen werden konnte. Dann Verwandtschaftsrat nach in Obhutnahme, um Sicherheit für ein 6-jähriges Kind herzustellen. Ich mache Supervisionen viel im sozialpädagogischen Kontext, auch in Krisenzentren. Und bei nahezu jeder Fallschilderung, gerade in einem Krisenzentrum, wo es so darum geht, herauszufinden, was kommt danach sozusagen, kann nach Hause entlassen werden oder braucht es eine Unterbringung. Das ist so eine passende Stelle, die Familie zu fragen. Trotzdem ist das nicht strukturell nicht eingeführt. Ja, oder dann bei Rückführung genauso. Wie passiert es jetzt? Tatsächlich, die Jugendamtssozialarbeiterin entdeckt einen Missstand. Also das steht jetzt so hier, alle Befassungen sind wohl sowas. Und denkt dieser Familie einen Familienrat anzubieten und holt sich von der Familie das Einverständnis. Das ist auch deshalb sehr wichtig, weil die Michaela hat das stark angesprochen, es geht oft um Themen, die man auch geheim hält.
Ja, es geht oft um Enttabuisierung. Es gibt auch zum Familienrat natürlich Filme, wo auch eine Mutter zum Beispiel sehr eindrücklich schildert, dass, oder mehrere, das ist ein schwieriger Schritt, zu sagen, dass ich Hilfe brauche und für welches Problem ich Hilfe brauche. Es ist nicht so schwierig, die Hilfe dann anzunehmen, aber zu sagen, dass ich auf Hilfe angewiesen bin, ist schwierig. Wenn man einen Familienrat zusammenbringen will, erfahren viele Leute von dem Problem. Das heißt, man braucht das Einverständnis auch der Familie. Und dann ist die Sozialarbeiterin außen vor und übergibt die Geschichte an eine Koordinatorin, einen Koordinator, die den Familienrat organisiert, und der Familienrat tagt dann. Die Koordinatorin übernimmt die Vorbereitung und Einladung, und wenn Sie jetzt auf den Folien gesehen haben, naja, das können auch Familien sein, wo vielleicht gar die Idee besteht, das ist kein so großes Netzwerk, und die Familie sagt oder die Mutter sagt vielleicht, naja, das ist schön und gut, Familienrat, das ist ja eines meiner Probleme, dass ich niemanden habe, an den ich mich wenden kann. Dann wird an dieser Einladungsliste gebastelt im Sinne von, angenommen, Sie hätten einen runden Geburtstag, Geld spielt keine Rolle, wen hätten Sie einladen, um dieses Fest zu feiern. Und dann kommen doch einige Nennungen, auch Kontakte, die vielleicht ein bisschen brachgelegen sind, wo man in letzter Zeit keinen Kontakt hatte. Es wird ein Ort festgelegt und eine Zeit, die Konferenz findet statt. Und ich möchte jetzt, genau, dass man das nicht doppelt machen da. Das heißt, es gelingt, Ideen zum Netzwerk herauszufinden, ist eine Geschichte. Die zweite Geschichte ist ganz wichtig, die Sozialarbeiterin traut der Familie zu, eine Lösung zu finden, sonst braucht man es nicht probieren. Ja, sonst ist es eine Farce und vergebene Liebesmühe. Diese Zahlen, die ich habe, sind aus niederländischen Studien. Die positive Überweisungsrate ist 87,5%. Das heißt, viele, die es vorgeschlagen kriegen, sagen, sie nehmen dieses Verfahren in Anspruch. Und in der Vorbereitung gibt es eine ausführliche Information. Und das größte Geschäft der Sozialarbeiterin, auch das zeigen jetzt die niederösterreichischen Interviews wieder, ist, klar auf den Punkt zu bringen, was sie von der Familie will. Das muss sie klar haben, damit die wissen, warum sie sich dann einen Tisch setzen. Diese Zahlen, Sie sehen da, also sozusagen die absoluten sind zwischen 7 und 34, nehmen an einer Konferenz teil. Das ergibt durchschnittlich so 9 bis 13 Teilnehmer. Die Verpflegung ist wichtig, weil es dauert lang, so eine Konferenz, und dazwischen will man Pause machen. Die Konferenz selber passiert folgendermaßen: Die Situation wird noch einmal geschildert und die Ziele des Familienrates werden noch einmal dargelegt. Diese Sorge wird noch einmal, KW heißt Kindeswohl, wird noch einmal dargelegt. Die Sozialarbeiterin sagt, was von Seiten der Professionellen an Unterstützung möglich ist. Die Diskussionsregeln werden festgelegt und eine Ressourcenrunde wird gemacht. Das ist ganz wichtig. Wir haben es in mehreren Rollenspielen bisher ausprobiert und manchmal auf die Ressourcenrunde vergessen. Also alle sitzen zusammen. Sozialarbeiterin hat schon geschildert, was schwierig ist in der Familie, dass sie sich Sorgen macht, ob das Kind da gedeihlich aufwachsen kann oder vielleicht sogar in der Familie bleiben kann. Jetzt klingt das alles sehr schwierig, schon viel Schuld dabei, viel Anklage. Und dann gibt es die Aufforderung, dass alle der Beteiligten der Mutter auch sagen, was sie ganz, oder dem Vater oder wer teilnimmt an den Hauptadressaten, was sie toll machen. Und das machen alle. Das machen alle Familienmitglieder und das machen alle Profis, die noch im Raum sind. Und das hat eine unglaubliche Wirkung. Also wie gesagt, unabsichtlich haben wir auch andere Rollenspiele gehabt. Eine unglaubliche Wirkung auf die ganze Atmosphäre und die ganze Konferenz. Die Jugendamtsbeteiligten, auch wenn sonst Profis eingeladen sind, verabschieden sich nach dieser Ressourcenrunde und es beginnt die exklusive Familienzeit. Die exklusive Familienzeit ist Standard des Familienrates, das heißt, die Familie tagt auf jeden Fall unter sich, ohne Profis, ohne Moderation, ohne Externe. Und hat die Aufgabe, einen Plan auf Flipchart zu erstellen, was sie bezüglich dieser Sorge an Ideen hat. 96% der Familien schaffen das, die anderen 4%, die da jetzt nicht ausscheinen, haben den Familienrat abgebrochen, weil der Konflikt
zu groß war und so weiter. Durchschnittlich kommt es zu 18 Vereinbarungen, das heißt, das ist sehr viel. Und 80% der Hilfe sind innerhalb des Netzwerkes, 20% richten sich an die Profis. Die Profis werden dann wieder hereingeholt, der Plan wird präsentiert und beschlossen, wenn er sicher und legal ist. Das heißt, die Sozialarbeiterin, die dann wieder hereingerufen wird und der Plan vorgelegt wird, die kann nicht anfangen zu mäkeln und sagen, naja, das habe ich mir woanders vorgestellt und eigentlich wäre doch gescheiter und so, das geht nicht. Sondern sie kann eventuell nachbessern, sie kann sagen, na, wie wird das ausschauen oder wie stellen Sie sich das konkret vor. Sie kann auch sagen, wer kontrolliert es, wie erfahre ich davon. Sowas kann nachgebessert werden. Ansonsten, wenn da nichts Illegales, Verwerfliches drinnen steht, wenn sie die Garantie hat, sie kann ruhig schlafen, dass diesem Kind nichts passiert und der Plan ist sicher, dann ist er auch abzusegnen. Und der Familienrat dauert zwischen 4 und 13 Stunden. Also man ist schon unter Umständen, wobei das ist jetzt die 13 Schrecken jetzt. Der Schnitt ist, also das war unlängst wieder in einer anderen Statistik, unter 1 kann man sagen, ist ein bisschen, ja, ist zu wenig ausdiskutiert. Und in der Regel sind es dann 3 bis 4, 5 Stunden sowas. Gut, dann kann man natürlich sagen, na, ausmachen kann man sich viel, was ist daraus geworden? In der Regel gibt es nach 3 Monaten eine Folgekonferenz, um genau das nachzuschauen und das ist auch erhoben worden. 24% sind komplett umgesetzt, das ist wieder aus der niederländischen Studie. 69% gilt als teilweise umgesetzt, wobei auch teilweise ist, wenn nur ein Punkt zum Beispiel noch nicht umgesetzt ist. Und es ist sehr zeitnah. Das heißt, 66% der Punkte sind innerhalb der ersten 8 Wochen umgesetzt. Und der Anteil der umgesetzten Vereinbarung bei den Familien ist höher als der bei den Institutionen. Ja, was die wieder gemacht haben. Gut, wer oder was ist jetzt die Koordination? Die Koordinatorin und der Koordinator ist völlig unabhängig vom Fall. Das heißt, auch nicht die Sozialarbeiterin von einem anderen Sprengel oder so, sondern hat mit dem Fall nichts zu tun, kennt keine Vorgeschichte von der Familie, ist lösungsabstinent, also das gelingt doch tatsächlich sehr gut. Ne? Das ist schwierig bei denen, die vorher schon einen psychosozialen Grundberuf gehabt haben und dann denken, ich möchte gerne die Schulung zur Koordinatorin machen. Das geht, man muss nur sich sehr, sehr dekonditionieren zu denken, ich habe eine Idee, wie es gehen könnte. Ja, die haben keine Idee, wie es gehen könnte. Oh, ja, und sind in dieser Weiterbildung vertraut gemacht mit den Prinzipien von Familienrat. Da habe ich den Paradigmenwechsel, den machen wir gleich so. Der herkömmliche Arbeitsstil ist, die Sozialarbeiterin weiß alles besser und muss alles besser wissen, weil sie in so heiligen Hallen studiert hat. Und die Klientin zeigt erhebliche Defizite und braucht professionelle Hilfe. Und außerdem, haben wir auch gerade gehört, ist sie bildungsfern. Was passiert? Die Klienten, Klientinnen zeigen tatsächlich problematisches Verhalten und können den professionellen Helfer und die Helferin am langen Arm verhungern lassen, während die oder der sich schon zunehmend hilfloser fühlt. Die Idee ist, dass der Klient, die Klientin Expertin für die eigene Lebenswelt ist und die Sozialarbeiterin Expertin für Prozesse und Methoden. Family Group Conference im besten Sinne. Und da bin ich, also so jetzt, ich beschäftige mich seit 2007 damit und habe dann die Idee, also wirkliche Armut wird sie wohl nicht bekämpfen. Dennoch denke ich, dass sie Erweiterung der Klientenbeteiligung zur Klientenbemächtigung ist. Dass es ein Paradigmenwechsel in der Rolle der sozialen Arbeit ist, auch viel abzugeben. Und bei diesem Punkt, beim dritten Punkt, hadere ich ein wenig und bin neugierig, ob es gelingt, durch weitere Studien das herauszufinden, ob es auch wirklich ein struktureller Paradigmenwechsel ist, von der Hilfe als Angebot zur Hilfe als Nachfrage. Das heißt, was normalerweise passiert, ist, Klienten, Klientinnen kommen und sagen, ich habe ein Problem. Und die Sozialarbeiterin sagt, ja, da habe ich, also wirklich
das, was sie brauchen, habe ich nicht, aber ich, in der Schublade habe ich dieses, in der Schublade habe ich jenes. Da bin ich immer ganz wenig drin, weil unsere Ressourcen schon zu knapp sind. Und vielleicht können wir ihr Problem ein bisschen so zurechtbiegen, dass es in irgendeine Schublade passt und sie am besten gleich dazu. Und die sozusagen, was gelingen müsste, ist, wenn bei dieser Planerstellung von den 20% herauskommt, also diese 20%, die sich sehr wohl an die professionellen Helfer richten. Und die Idee ist, wirklich geholfen hatten wir in der Vorbesprechung, hatten wir das zum Beispiel, da hat die Koordinatorin geschildert von einem sehr gelungenen Familienrat, wo wirklich auch zum Beispiel in Scheidungsfällen ist es gar nicht so leicht, ob er immer angebracht ist, weil der Konflikt noch so groß ist. Ja? Dennoch, das war was, wo wirklich wieder sehr viel Versöhnung stattgefunden hat, auch die Idee stattgefunden hat, ich ziehe wieder mehr in die Nähe meines Ex-Mannes, damit diese Kinder-Hin- und Herbringereien leichter gehen. Und das durchaus ein brenzliger Fall schon war, wo sozusagen ja im schlimmsten Fall A, nicht nur die Kinder abgenommen werden, sondern B, dass der öffentlichen Hand auch einen Haufen Geld kostet, im Familienrat die Idee gekommen ist, ein Führerschein. Das wär's. Das hat A, mehr Mobilität mit den Kindern und B, war die Frau nicht berufstätig und das weiß man, dass man am Land dafür pendeln muss, hätte ja das eine Mobilität zu einer möglichen Berufstätigkeit und Einkommen und alles, was die Michaela Moser auch geschildert hat, Einkommenssicherung und so weiter. Na, ein Führerschein sein? Also, das ist nicht drinnen. Na, ähnlich, gibt es ja auch nicht in der Schublade. Ja? Ist ja nicht vorgesehen. Es gibt keine Schublade, die heißt, bei dem und dem Problem zahlen wir einen Führerschein. Und das meine ich mit dieser Idee, ob es gelingt, oder nicht nur ich, sondern auch viele andere Leute, ob es wirklich gelingt, zu sagen, weg von der Hilfe als Angebot hin zur Hilfe als Nachfrage. Was ist das Dienlichste in dem Moment bei dem Problem? Und das ist natürlich schwierig, also jetzt muss man sich schon vorstellen, Österreich hat 9 Bundesländer, das ist schon so organisiert und dann hat es noch diese vielen BHs und Unterteilungen, die alle ihren Topf haben und Ministerien und wie man da querfinanzieren müsste und so, also schwierig. Also das ist eh schon dann der nächste Punkt auch, die Flexibilität von Hilfe und diese Betonung der sozialen Netzwerke, das hat sich auch gezeigt, nicht nur die Familie baut das Netzwerk auf, sondern man muss auch als Helfer, Helferinnen von oben nach unten und so weiter netzwerken. Dort, wo die Sozialarbeiterinnen sozusagen diesen Paradigmenwechsel mittragen müssen und sich zwar einerseits überflüssig machen, andererseits aber eine ganz, ganz wichtige Rolle spielen, die sie nicht nur spielen wollen, sondern die auch wichtig ist, dass sie übernehmen, ist dieses Zutrauen zu haben und diese Netzwerke zu ermöglichen und eben zum Beispiel ein Engagement zu zeigen, wenn diese Pläne jetzt eine Herausforderung sind. Ja, weil das könnte sein, dass da vielleicht irgendwelche Hilfen schwierig zu organisieren sind. Und selbst übernehmen sie eben Verantwortung für klares Sagen, was sie wollen, das zur Verfügung stellen der notwendigen Informationen, die Bewerkstelligung der Pläne und möglicherweise Kontrollaufgaben, wobei auch das in der Familie ausgemacht werden kann. Wer übernimmt welche Kontrolle? Für die Sozialarbeiterin ist wichtig, traut sie es der Familie zu und ist das Netzwerk groß genug, nämlich mindestens 6 Personen. Darunter ist eine Konferenz schwierig, weil es braucht nur wer krank werden und dann platzt das und dann kann man nur mehr wenig aufteilen. Und ist die Motivation der Familie vorhanden? Ja, von der Haltung her ist die Lösungskompetenz bei den Familien, die auch ein Recht auf autonome Entscheidungen haben, ihnen Verantwortung übertragen wird. Die Idee ist, ähnlich wie Sie es aus dem Mediationsverfahren kennen, dass Lösungen, die man sich selber ausmacht, auch nachhaltiger sind, weil man selber beteiligt ist und sie erarbeitet hat. Und also das, Sie können sich vorstellen, in 4, 5, 6 Stunden, da ist man schon sehr verbunden mit dem, was man dann auf das Flipchart schreibt und nicht so sehr, wie es ja in den Ressourcen der professionellen Hilfe nie möglich wäre, in einer Zeitknappheit das herauszufinden. Passgenaue Hilfen, die auch flexibel sind und diese kreativen neuen Lösungen, das ist ganz klar. Also das kann die Sozialarbeiterin, die
viel Engagement zeigt, nah dran ist an ihren Familien, sich auch in Zeiten wie diesen noch erlaubt, Betreuungsarbeit zu leisten, kann nicht auf Lösungen kommen, die, was weiß ich, 5, 6, 7, 8, 9 Personen an einem Tisch kreieren. Das geht gar nicht. So, jetzt vielleicht noch, wo wir in Niederösterreich gerade sind. Das Pilotprojekt habe ich erwähnt. Eine Masterstudierende ist auch hier. Es ist diejenige, die sich um die Kinderrechte besonders bemüht und auch eine Kollegin hat, die gerade in Argentinien ist und sich dort anschaut, wie es um die Kinderrechte oder auch um ähnliche Verfahren in Argentinien bestellt ist. Andere schauen sich die Netzwerke an, begleiten die Koordinatorin ganz, ganz eng mit vielen Interviews und lassen die Sozialarbeit zu Wort kommen. Das sind unsere Kooperationspartnerinnen. Die Claudia ist da und die Magistra Eva Kutronowski ist die Koordinatorin, die im Moment in Niederösterreich am Werken ist. Wir haben noch zwei, sozusagen im Zuge dessen hat sich ergeben, dass das Land Niederösterreich an uns herangetreten ist, zu fragen, wenn dieses Modell für Familien klappt, für Probleme, die mit dem Kindeswohl zu tun haben, wie wäre es, wenn man Arbeitslosigkeit nicht nur als individuelles Problem betrachtet und auch nicht natürlich nur von der Brille, klar, es gibt zu wenig Arbeit für alle, sondern denkt, es könnte da auch sinnvoll sein, Netzwerke zu aktivieren, nicht nur jetzt zum Beispiel für die Kinderbetreuung, das wäre sozusagen sehr naheliegend, aber ist zu kurz gegriffen, sondern auch ausgegangen ist man von diesen guten Projekten, wo Umschulung passiert, wo Bewerbungstraining passiert, wo viele, viele Maßnahmen des AMS passieren und entweder gar keine Vermittlung zustande kommt oder nur kurze Vermittlungen zustande kommt, wo sozusagen die Idee war, wo hakt es da? Wenn es nicht am Individuum hakt, wenn es nicht an den Maßnahmen hakt, was könnte passgenauer sein, fehlt das Netzwerk, um Arbeit zum Beispiel A zu finden und B nachhaltig zu behalten. Da ist die Sabine Sommer dran zu recherchieren und sie ist jetzt so weit in der Recherche, dass es keine Best-Practice-Beispiele diesbezüglich zumindest aus unserer Warte zu finden sind von Österreich, mit dem, was einem im Internet zur Verfügung steht und an Kontakten. Und die Interviews werden jetzt mit den Einrichtungen, also mit den Initiativen geführt, um sich von der Seite zu nähern. Und im Oktober ist ein Kongress in Utrecht, wo die Sabine auch hinfährt und mal vielleicht, wenn Leute zusammenkommen, kommt man auch auf neue Ideen, wo es das vielleicht doch noch gibt. Und die Bewährungshilfe ist gerade dabei, ein Projekt zu starten mit 60 Familien, also an 4 Standorten in Österreich, bewilligt bekommen pro Standort 15 Fälle, schon sehr genau eingeschränkt, welche sind geeignet. Also es soll entweder bestehende Bewährungshilfe sein mit jugendlichen Straftätern, wo auch die Idee ist, also kommt natürlich auch von der Kostenreduktionsidee, ja, braucht es 3 Jahre Einzelbetreuung, kommt einem vielleicht unter Umständen sozusagen was anderes passender, passgenauer, flexibler, besser vor. Ja, das habe ich angedeutet, also spannend wäre, was passiert, wenn Hilfe, also verändert sie sich tatsächlich, was passiert, wenn sie sich verändert, inwiefern kann sich verändernde Sozialarbeit Veränderungen in Organisationen bewirken oder ist es nur ein Kostensparen und ein Abwälzen der Probleme auf die Familien und man gibt dem den Marshall Bürgerinnenbeteiligung, ja, das wäre die Kehrseite. Ja. Das finde ich sehr spannend. Gut, das ist unsere Seite, also das ist die Homepage, die es gibt. Was es auch gibt, ist eine Weiterbildung zur Koordinatorin und zum Koordinator anbieten an der FH St. Pölten. Wir werden im Oktober mit den Informationen rausgehen können, also was ein Folder halt so beinhaltet, mit den Wochenenden, die zu belegen sind. Und es besteht hier sowieso der Wunsch, dass Sie sich noch, wir haben noch ein bisschen Zeit, der Wunsch, dass Sie sich hier eintragen, überhaupt als anwesend und wenn Sie Ihre E-Mail-Adresse dazugeben, ich weiß nicht, ob das
für, sonst auch für den Newsletter von Kia interessant wäre oder so. Sie wissen Datenschutz und so. Also wenn Sie bereit sind, Ihre E-Mail-Adresse bekannt zu geben, von mir würden Sie kriegen die Informationen über die Ausbildung zur Koordinatorin oder zum Koordinator. Wenn es gleichzeitig heißt, man kriegt einmal den Newsletter und kann ihn dann eh wieder abbestellen, wäre das möglich. Ich weiß nicht, wie das bei einer Armutskonferenz ist. Ja, gibt es auch Newsletter? Ja, okay, gut. Es gibt auch einen Vordruck, dann, das wäre vielleicht noch leichter, wenn Sie sich da finden wollen. Dann. Bis daher danke ich für die Aufmerksamkeit.